entweder eine Bohne oder ein Kürbis. Ich habe die beiden nämlich hier drin gesät. Ich mache das wieder zu. Den Kürbis habe ich vorgezogen. Ich möchte ihn gerne irgendwo in der Stadt auspflanzen. Das ist ein Rankender und der soll sich dann da irgendwie so festhalten. Und die Bohnen auch für draußen wahrscheinlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also was heißt draußen? Halt Stadt, ne? Ansonsten, was gibt es denn da eigentlich zu vermelden? Meiner Zucchini geht es hervorragend. Die kann ich euch bei Gelegenheit auch mal abfilmen. Und eine Gurke wurde mir ja geklaut. Unfassbar. Moment, dafür muss ich mich hinsetzen, damit ich euch das in Ruhe erzählen kann. Weil das fand ich wirklich ein hartes Stück. Also, ich habe ja... Ach, vielleicht nehme ich mir noch eben eine Decke. Einen Moment. So, ich habe ja einige Sachen in der Stadt ausgepflanzt. Insgesamt 2 Zucchinis und ich glaube 4 Gurken. Ja, ich glaube, eine Gurke wurde mir geklaut. Leute, die wurde einfach rausgenommen. Es sind so Grünstreifen, wo eben Bäume auch wachsen. Jetzt fängt das wieder an mit dem Arm, ne? Und die ist einfach nicht mehr da. Ja, verschwunden. Der Zucchini geht's wie gesagt super. Wir haben noch ein paar andere Sachen gesät, so Kapuzinergras, ein paar Blümchen und so. Bin ich sehr gespannt, weil ja eigentlich müssen ja jeden Tag gegossen werden, wegen Samen und so. Aber naja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht, ob ich da Lust habe, jeden Tag hinzulaufen. Wenn nicht, dann nicht, ne? So sieht's aus. Ja, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts so gesagt, glaube ich. Ich weiß, das ist schon wieder total ein wirres Video, aber ihr merkt vielleicht, ich bin wirklich aufgeregt, weil ich mich so sehr freue. So, heute ist Samstag. Wir bekommen heute den Acker. Ich habe mich aber dazu entschlossen, heute noch nichts umzupflanzen. Ich habe euch die Babys jetzt gerade so im Überblick gezeigt. Also einiges davon wird dann auf den Acker kommen, bis natürlich auf die Tomaten und die Zwerggurke. Die geht übrigens total ab. Guckt mal. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen aus folgenden Gründen. Zum einen, es ist total kalt heute. Zum anderen habe ich heute leider nicht so viel Zeit, so blöd das auch ist, aber ich bin heute Abend noch auf den Geburtstag eingeladen und ja, weiß ich nicht. Ich möchte mir dann wirklich Zeit nehmen und das alles ordentlich machen. Darum werde ich das alles morgen tun. Hoffentlich wird morgen besseres Wetter. Wenigstens ein paar Grad wärmer, weil es ist wirklich nicht angenehm heute. Und ja, dann werde ich morgen eben, wie gesagt, alles mitnehmen und dann ist die große Umpflanz-Action am Start. Ich weiß nicht, ob ich das für euch mitfilmen kann wegen... Ach, ich habe keine Lust, dann auch noch mein Stativ mitzunehmen. Leute, ich muss schon genug schleppen, glaubt mir mal. Und aber ich werde euch auf jeden Fall den Acker filmen. Also keine Sorge, ich werde das machen. Im Anschluss daran wahrscheinlich dann hier auf dem Balkon nochmal so die Pflanzen. Oh, mir ist wirklich gerade kalt, Leute. Was gibt es denn noch zu sagen, bevor es losgeht? Weiß ich nicht. Es werden heute viele Leute da sein und auch Freunde von mir, die ich letztes Jahr auf dem Acker kennengelernt habe, auf die ich mich super freue. Vielleicht auch viele nette neue Leute. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt heute so viel filmen werde. Seid mir deshalb nicht böse, bitte. Ich werde versuchen, also was heißt versuchen, ich werde auf jeden Fall ein paar Fotos machen und weiß ich nicht, vielleicht filme ich ja doch mal kurz. Falls nicht, werde ich auf jeden Fall am Sonntag ordentlich filmen, wenn ich dann auch alles eingepflanzt habe und so. Das ist vielleicht auch interessanter für euch, weil ich dann auch schon ein bisschen gehackt habe und das alles ein bisschen ordentlicher aussieht und so. Ja, wie gesagt... Dieses Video geht nur ums Gärtnern. Falls dich das nicht interessiert und du das bis jetzt noch nicht mitbekommen hast, kannst du gerne abschalten. Ich würde mich aber freuen, wenn du dran bleibst und zuguckst. Ja, alles klar, Leute. Der Countdown läuft. Es sind wirklich nur noch, glaube ich, 1,5 Stunden oder so, bis es losgeht. Und in diesem Sinne sehen wir uns gleich auf dem Acker. Bis später. Guten Morgen. Es ist hervorragendes Licht, aber was soll's. Ja, wir waren gestern kurz auf dem Acker. Wir haben unsere Urkunde bekommen. Moment, die zeige ich euch mal. Die habe ich nämlich hier noch liegen. Ich muss nur meinen Nachnamen abdecken. Schauen wir mal, wie ich das gebacken bekomme. Wahrscheinlich gar nicht. Dann gehe ich einfach nicht so weit runter. Das ist eben eine Zwiebel. GSE steht für Gemüse Selbsternte. Und ich habe die Nummer 3. Die Nummer 3 wollte ich unbedingt, weil meine Freundin immer die Nummer 1 hat. Und dann sind wir nebeneinander. Ja, ich habe gestern nicht gefilmt. Es waren einfach zu viele Leute da. Es hat geregnet. Es war eine Katastrophe eigentlich. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich habe 3 Kisten mit Pflanzen. Ja, 3. Und... Oh mein Gott. Hier noch eine Tüte. Oh Gott. Da sind eben meine Steine drin, meine beschrifteten. Und noch so Pflanzschildchen. Und meine Gartenhandschuhe.
die ich gestern noch gewaschen habe. Ja, ich weiß. Man hätte die auch schon letztes Jahr waschen können. Habe ich aber nicht. Außerdem habe ich hier noch mein Tütchen voll mit Samen. Wenn ihr wollt, können wir da auch mal reingucken. Wir haben diverse Blumensamen. Zum einen selbstgesammelte. Ach, das ist echt super Qualität gerade. Cosmea und sowas. Wir haben aber auch andere Samen. Zum Beispiel hier habe ich, Moment, Feuerbohne Preisgewinner. Ja, Bio, 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 ne? Und ja, ich habe hier einiges drin stecken. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt alles sehen werde. Es kommt eben drauf an, ich muss erstmal gucken, was genau alles schon da ist. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr nur eine Bohne vom Bauern. Und ich musste einige Bohnen nachsehen und so weiter. Ja, ich habe 3 Kisten Pflanzen, wie gesagt. Ich zeige sie euch, wenn sie im Auto sind. Und dann sehen wir uns nachher auf dem Acker. Jo, da seht ihr es. Es ist meine andere Kamera. Ich habe jetzt die kleine Digicam mitgenommen. Oh ja, oh ja. Ah, ich kann euch nicht sagen, ob das alles aufs Feld passen wird. Wir werden sehen. So, ihr Lieben, es könnte sein, dass ich noch Krümel irgendwo am Mund habe. Ich habe auf jeden Fall Tomate auf dem Oberteil. So, andere Kamera. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Unterschied ist. Wir werden das mal rausfinden. Ja, Ackertime. Es ist mittlerweile, lasst mich kurz gucken, 5. 10 nach 5. Ich bin seit 11 hier. Ich habe einiges geschafft. Es gibt aber noch einiges zu tun. So, ich war jetzt eben an der Tankstelle, weil ich vor Hunger fast gestorben bin. Ah, das habe ich jetzt schon weggegessen. Ich hatte mir so ein Brötchen geholt und das da. Kenne ich noch nicht. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich sitze jetzt noch im Auto, aber wir machen uns jetzt zusammen auf den Weg zum Acker und dann zeige ich euch endlich mal alles, weil das ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Meine Freundin war bis vor einer Stunde oder so noch da, dann habe ich angefangen Unkraut zu jäten und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal zusammen an. Übrigens habe ich vorhin ein paar Fotos bei Insta gepostet gehabt und dann hatte die Miss Ina, heißt sie so? Ja. Miss Ina geschrieben, dass sie fast Hallo gesagt hätte, aber sich dann nicht getraut hat. Ich glaube, sie ist vorbeigefahren. Ich weiß nicht. Kommt doch vorbei, wenn ihr vorbeifahrt. Ich würde mich total freuen. Also erwartet nicht, dass ich hier total stylisch unterwegs bin, ja. Weil es ist der Acker. Aber ich würde mich trotzdem freuen. Und ja. Ich gehe jetzt raus und wir zeigen euch den Acker. Ja, genau. Ich rede schon in der Mehrzahl von mir. Ich zeige euch den Acker. Sorry, ich habe nur 4 Stunden geschlafen und ich bin seit 6 Stunden mittlerweile auf dem Acker. Ich bin ein bisschen durch. Ein Flugzeug im Hintergrund. Ist das nicht der Hammer? Ach Leute, das war jetzt kein Jahr. Die Zeit seit dem Acker ging viel zu langsam rum. Ich freue mich so. Also, was gibt's denn noch zu sagen, bevor es so losgeht? Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch unbedingt loswerden. Ach ja, ich finde das immer wieder erstaunlich, dass niemand da ist. Ich meine, es ist Sonntag, es ist der erste Tag mit dem Acker und ja gut, Ella ist da. Ella ist immer da, aber ansonsten, nee, niemand. Also es waren mal so 2, 3 Leute da und haben mal geguckt, sind dann aber auch wieder gegangen. Und so richtig was gemacht haben irgendwie nur wir. Naja, so ist das. Unkraut ist unfassbar viel da und es liegt immer noch dieses Netz auf dem Feld und wir können das nicht abnehmen. Wir haben jetzt vorne so ein bisschen das eingerollt, zeige ich euch natürlich gleich. Aber wir können es nicht ganz abnehmen, weil es einfach viel zu groß ist. Der Bauer meinte, er macht das jetzt Anfang der Woche. Wir wollen hoffen, dass es schnell geht. Ja, hier seht ihr schon die Wasserwagen, die auch schon da sind. Ich bin begeistert. Letztes Jahr haben wir nämlich geschlagene 3 Wochen darauf gewartet und ging gar nicht. Ja, was haben wir nicht? Wir haben kein einziges Gartengerät, was ich ziemlich scheiße finde. Sorry, aber geht gar nicht. Ich meine, nicht jeder hat sowas. Ich habe jetzt so eine kleine Handhake mir neulich gekauft gehabt und eine Schaufel. Damit muss es jetzt erstmal gehen, aber wir haben keine Geräte. Ja,
so ist das. So, jetzt sind wir gleich da. Ich zeige euch dann alles genauer. So, ihr Lieben, da sind wir nun. Ich habe vorne Physalis gepflanzt. Die habe ich hier vorgezogen zu Hause. Habt ihr zu Hause auch schon gesehen gehabt. Drei Pflanzen. Und dann geht es hier weiter mit meinen Chilis. Vier Pflanzen. Ich habe mir hier irgendwie so einen kleinen Weg freigelassen. Aus keinem bestimmten Grund. Das hier sind noch Sonnenblumen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich keinen Bock auf Sonnenblumen. Gut, ne? Dann habe ich hier meine Tomatillos. Vier Stück. Und meine Paprikas. Ich habe die vergessen, die schon blüht. Blöd, ne? Aber ich habe hier einen Platz gelassen. Dann habe ich hier Malve gesät. Hier habe ich Goldmohn gesät. Da habe ich Duftwicken. Da sind noch die Gurken. Es soll kein gutes Gurkenjahr werden. Mal gucken. Dann habe ich hier essbare Blütenmischung gesät. Und hier drüben Schmetterlingsgruß. Und dann geht's los mit den Sachen, die der Bauer gepflanzt hat. Und zwar sind das Blumen. Löwenmäulchen und Zinien waren das letztes Jahr. Und ich habe zwischendrin noch Kapuzinerkresse und Wucherblume. Ja, da ist noch der Brokkoli, da muss ich auch noch gucken, wohin damit. So, dann geht's weiter mit Salat. Eine Reihe Salat, der echt schon gut aussieht. Hier könnt ihr sehen, ich habe schon Unkraut gejätet. Man sieht davon nur kaum was. Ja, der Salat, der sieht richtig, richtig gut aus. Auch die ganze Reihe, super. Meine Reihe geht bis, warte mal, da. Und dann dahinter kommt die Reihe von meiner Freundin. Nächste Reihe ist Kohlrabi. Ist noch recht klein, aber sehr schön. Ja, und dann fängt das mit dem Netz an. Das ist ziemlich ärgerlich. Also wir haben zwei Reihen Kohlrabi, oder? Nein, Kohlrabi, Weißkohl, Kohlrabi. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist hier Rotkohl, Wirsing. Hier haben wir Porre. Unter dem Netz sieht man halt noch nicht so viel. Dann haben wir Sellerie. Nochmal Porre. Dann nochmal Kohlrabi. Fenchel. Ja, wenn das Netz runter ist, zeige ich euch das nochmal genauer. Nochmal Kohlrabi, das ist ja der helle Wahnsinn. Dann haben wir Petersilie. Wir haben Rucola. Wir haben Schnittlauch. Wir haben nochmal Salat, Salat, Salat. So, dann kommt die erste Reihe Bohnen. In dieser Reihe habe ich aber nur eine Pflanze. Und zwar hier. Kann sein, dass noch mehr nachkommen. Hier zum Beispiel. Wo ist es? Da. Ansonsten werde ich Neues sehen. Dann in der Mitte ist Mangold. Der ist aber noch nicht am Start. Dann haben wir hier eine Reihe Bohnen, die ganz gut kommt. Also Buschbohnen nehme ich an. So, weiter geht's. Hier ist eigentlich Spinat, man sieht aber davon nichts. Ich habe zum Glück nur zwei Zucchini gehabt. Wobei die hier jetzt auch nicht sonderlich gut aussieht, wenn ihr euch das mal genauer anguckt mit der Sonne. Vielleicht stirbt sie ja, ich wäre nicht traurig drum. Das ist die, die ganz gut aussieht. Und hier habe ich meine runde Zucchini gepflanzt. Dann kommt noch mal eine Reihe Spinat. Was kommt nach dem Spinat? Habe ich vergessen. Radieschen. Radieschen. Habe ich aber irgendwie noch nicht entdeckt. Sind irgendwie nicht am Start. Dann war hier eigentlich Kürbis. Ich habe aber den Kürbis raus und habe dafür meine Auberginen gesetzt. Die könnten auch noch mal ein bisschen Wasser gebrauchen. Und dann nochmal Spinat. In dieser Reihe sind Erbsen. Die wollte ich auch noch gegossen haben, verdammt. Ja, habe ich noch nicht. Muss ich noch machen. Hier sind Erbsen. In dieser Reihe eigentlich auch. Da ist aber nichts zu sehen. Und ihr seht, wie das Unkraut wuchert, oder? Dann nochmal Erbsen. Dann haben wir hier... Absolut keine Ahnung. Was war denn da nochmal? Nee, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Hier haben wir dicke Bohnen. Ich glaube, da ist ein Marienkäfer drin. Ah!
Dann, wie gesagt, hier weiß ich nicht mehr, was da war. Hier haben wir Karotten und rote Beete. Dann kommen die Kartoffeln. Moment, wir gehen mal nach hinten. Vier rein. Und hier hinten habe ich den Mais gesetzt und so an den Zaun dran Bohnen. Ja. So sieht es ja aus. Ihr könnt sehen, man kann noch nicht so viel machen wegen dem Netz. Das ist total doof. Ich werde mich jetzt mal an die Erbsen setzen. Vielleicht da ein bisschen Unkraut wegmachen und vor allem gießen. Und eventuell werde ich dann eben noch nachsehen. Ja, das ist der Plan. Um die dicken Bohnen herum waren Zwiebeln. Und ziemlich geil. Wir haben sogar rote Zwiebeln. Hatte ich total vergessen. Ja. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Oh, dieses Scheißnetz. Könnte ich echt durchdrehen. Vor allem der Porre, der braucht doch Platz. Moment, ich zeige euch das mal. Hier. Total platt gedrückt. Naja. Also wie gesagt, ich gehe mal wieder Unkraut jäten. So, ein langer Tag geht vorbei. Es ist 8, ungefähr 8. Ich bin wieder zu Hause und ich habe mir meinen Pflanzplan. Ich habe mir hier, also das, was gedruckt ist, könnt ihr mich überhaupt hören und hoffentlich könnt ihr es sehen. Moment. So schlauer. So, das, was gedruckt ist, hat der Bauer schon vorher gesät gehabt. Könnt ihr mal reingucken. Und ich habe mir jetzt eben nebendran geschrieben, was ich noch so dazugegeben habe. Und hier bei Mangold möchte ich eben die Hälfte noch rausmachen. Den Kürbis habe ich mit Aubergine ersetzt, weil ich das ja nicht so gern mag. Bei den Erbsen habe ich Kapuzinererbse dazugegeben. Da, wo eben noch Reihen auf waren. Hinten Mais und Bohnen. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen, wo noch was hin könnte. Wir sind uns auch noch nicht ganz sicher, ob wir alle Kartoffeln behalten. Vielleicht behalten wir auch nur zwei rein, also die hier, und machen hier noch Bohnen hin, da weiß ich nicht. Also ich würde gerne, Moment, ich würde eben sehr gerne noch mehr Stangenbohnen machen mit so einer Rankhilfe, genau. Ja, und mit den Kartoffeln, ja, die Kartoffelkäfe waren eben sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Das war wirklich keine Freude und wir hatten eine sehr kleine Ernte dadurch auch und ja, keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Ja, das war ein kleiner Einblick in meinen Acker. Ja, es war vielleicht nicht sonderlich viel diesmal, aber es werden noch ganz viele andere Videos dazu folgen. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Ich bin selig, ich bin total happy, dass wir ihn endlich haben. Und ich habe hier im Balkon schon ein bisschen umgeräumt. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr werdet es kaum glauben, ein Tisch passt auf dem Balkon, der nicht aufgeräumt ist. Ja, ich habe hier noch eine Gartenschere und so ein Kram. Egal. Ich habe jetzt hier noch ein paar kleine. Ich weiß noch nicht, ob ich die überhaupt auf den Acker tue. Mal gucken. Eventuell gebe ich sie auch meinem Freund. Der arbeitet ja als Koch in der Kita. Und die haben auch gefragt, ob ich noch was übrig habe. Mal gucken. Dann habe ich hier ein paar Tomaten. Das wird sich aber alles noch ein bisschen ändern. So. Wir können gleich mal noch die Blumenwiese angucken, wenn wir gerade dabei sind. Und wenn wir hier um den Tisch rumgehen, habe ich hier noch ein paar Sachen. Ihr seht, man kann wieder laufen. Das ist ein Traum. Hier drüben steht der Grill. Der Grill soll weg, weil der nimmt uns unfassbar viel Platz weg. Deswegen, ja, muss nicht sein. Den können wir auch sonst rausholen. Dieses Teil hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Und hier habe ich ja ein paar Sachen nochmal gesät. Das steht jetzt auf dem Grill. Und da kommt ein Kürbis raus. Der Rest leider noch nicht. Aber was soll's. Ja, Leute von heute. Da ist mein Mango-Bäumchen. Ich bin unfassbar stolz. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ah, die Blumenwiese wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, weil die geht ab. Aber ansonsten war's das jetzt. Wir sehen uns ganz bald wieder mit einem neuen Pflanzen-Update und dem Acker und bestimmt auch mit anderen Sachen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!